Abgesehen von den Einschränkungen im Zusammenhang mit der vorherrschenden Pandemie, auf die wir uns alle mehr oder weniger eingestellt haben, geht das Leben weiter. Viele von Ihnen, liebe Zuschauer, besitzen ein Haustier. Besonders beliebt bei uns Deutschen ist der Hund. Aber weiß auch jeder der Hundebesitzer, wie er in bestimmten Situationen mit seiner Fellnase umgehen muss und was zu tun ist, wenn es dem Tier einmal nicht so gut geht? Wir haben uns am vergangenen Samstag mit einem kompetenten Ansprechpartner getroffen. Unser Ziel war das Kleintierzentrum am Schmelzbach in Wilkau-Haslau. Letztmalig hatten wir der Einrichtung im Oktober 2017 einen Besuch abgestattet. Aus der Tierarztpraxis Schöbel war nach Umbau- und Erweiterungsarbeiten ein Kleintierzentrum geworden, das seiner Bestimmung übergeben wurde. Natürlich interessierte uns, wie die Einrichtung seitdem angenommen worden ist. Also ich denke, es wurde sehr gut angenommen. Die Arbeit ist eher kontinuierlich noch mehr geworden, was oft nicht immer ganz einfach zu schaffen ist. Aber der Ablauf hat sich durch den Umbau deutlich verändert. Es ist mehr Ruhe im Anmeldungsbereich, was sich jetzt auch gerade in der Zeit mit der Corona-Pandemie auch deutlich bewährt hat. Es ist für viele am Ende einfacher, so logistisch, dass die Tiere angenommen werden können und dass am Ende eine Trennung, Anmeldung und Abrechnung erfolgt und nicht alle den gleichen direkten Weg gehen müssen. Wie ist es genau, wenn ich jetzt in Familie komme, zum Beispiel mit meinem Hund, wie ist es dann, dürfen alle mit ins Wartezimmer oder wie wird das gehandelt? Nein, zurzeit leider nicht. Und wir müssen halt in der Pandemiesituation alle sehr vorsichtig sein und deswegen darf nur einer pro Tier, eine Begleitperson pro Tier mit ins Zimmer rein, beziehungsweise in die Praxis rein, weil sonst die Abstände nicht zu gewährleisten sind. Na, und das ist eine Sicherheit für beide Seiten. Na, und wir bitten auch alle darum, dass der Mundschutz ordentlich getragen wird, weil wir sind bestrebt, dass wir für alle weiterhin tätig sein können. Und das bedarf natürlich auch, dass jeder sich schützt. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch wir wollen nicht zur Verbreitung der Infektion auch beitragen. In Pandemiezeiten sind die Leute zu Hause, die Kinder lernen zu Hause, viele machen Homeoffice, Homeschooling. Nun ist bei vielen die Idee entstanden, wir können uns doch ein Haustier anschaffen und man verfolgt es. In erster Linie werden Hunde angeschafft und man findet da auch im Internet wieder die schwarzen Schafe. Ist das richtig? Ja, das Gefühl haben wir auch, auch wenn wir uns mit Züchtern unterhalten. Momentan ist es so, dass die Welpennachfrage extrem stark ist und dass selbst über Internetseiten dort Hunde zu sehr hohen Preisen angeboten werden, weil einfach die Nachfrage extrem hoch ist. Wir haben natürlich die Befürchtung, was passiert, wenn die Pandemie vorbei ist, wenn das Reisen wieder losgeht. Und das ist die Befürchtung von uns, die Befürchtung von Tierschutzorganisationen, dass dann am Ende auch dass viele Tiere wieder unter Umständen im Tierheim landen. Man muss sich halt auch bewusst sein, dass ein Tierleben in der Regel zwischen 12 und 16 Jahren gehen sollte und gehen wird. Und aus dem Grunde natürlich dann auch in Zeiten, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, die Tiere gut versorgt werden wollen. Ja, und da haben wir schon Angst, dass der eine oder andere diese Sache nicht bedacht hat. Also dein Aufruf wäre, überlegt euch das wirklich gut, falls ihr das noch vorhabt. Ja, ein Tier zu besitzen und mit dem Tier spazieren zu gehen und sagen wir mal so, das kleine Fellknäuel zu betüdeln, ist alles schön, ne, macht viel Spaß, aber man muss auch daran denken, das ist ein Lebewesen, was sich an den Menschen gewöhnt und möglichst auch bei dem Menschen, der sich das angeschafft hat, bleiben will und bleiben soll. Punktgenau hat es heute Morgen geschneit, also jede Menge geschneit. Und da sind wir auch schon beim Thema. Wir sind heute nicht alleine gekommen. Wir haben heute in Goldi mitgebracht. Die Sonja stellt sich heute zur Verfügung, um mal zu zeigen, wie man zum Beispiel umgeht, wenn der Hund vom Spazieren kommt. Es ist ja so, dass Salz auf den Straßen ist, was sich dann in den Pfoten absetzt. Die Pfoten werden spröde. Es wäre schön, wenn du uns erklärst, was man da machen soll. Und die zweite Frage ist, wenn der Hund Schnee aufnimmt, es wird ja gespielt, es kommt ja doch was dann über die Speiseröhre und da sind Salzbestandteile. Ist das gefährlich? Kann was passieren? Also erstens ist eins, man sollte im Winter schön die Pfoten schützen. Das heißt, vor dem Spaziergang am besten gegen rissige Ballen eine Salbe auftragen, also eine fettreiche Salbe auftragen. Nach dem Spaziergang dann die Pfoten mit lauwarmem Wasser abwaschen.
und vom Salz wieder befreien und dann nochmal Fett auftragen. Möglichst nicht zu viel, dass der Hund das nicht ableckt, weil das führt am Ende auch wieder unter Umständen zu Erbrechen oder Durchfall. Was das Schneefressen betrifft, der eine hat kein Problem damit, vor allem wenn es frischer Schnee ist. Da ist es jetzt nicht ganz so tragisch, aber viele kriegen auch Erbrechen oder Durchfall. Man sollte die Hunde nicht dazu animieren, noch mit Schneebällen zu werfen, dass sie den fangen und noch extrem viel Schnee aufnehmen. Ja, und wenn natürlich Salz mit aufgenommen wird, es hat immer wieder dann, kann dort führen, dass Erbrechen oder Durchfall auftritt. Ne? Dann in dem Moment, je nach Dringlichkeit, entweder doch mal einen Tierarzt aufsuchen oder zumindest erstmal eine Mahlzeit auslassen, Wasser in kleinen Portionen wieder anbieten und aber auch eben genügend Wasser zur Verfügung stellen und schauen, ob das Erbrechen nur einmalig war oder ob das sich dann weiter fortsetzt. Wenn, dann muss man doch was unternehmen. Wie eine gepflegte Hundepfote aussehen sollte, das haben wir uns dann direkt mal bei Sonja zeigen lassen. Die Pfoten sollten schön gepflegt werden, dass die Ballen nicht rissig werden. Und hier sollte man die Haare ein bisschen kurz schneiden, das Fell relativ kurz lassen im Winter, dass sich keine Eisklumpen bilden. Das ist besonders hier und zwischen den Pfoten, das ist auch ganz wichtig. Also ich habe hier eine ganz handelsübliche Schere, das ist nichts Besonderes. Man sollte natürlich aufpassen, dass man den Hund nicht schneidet. Na, hier das lange Fell, dass man das einkürzt. Das kann man, wie gesagt, mit einer handelsüblichen Schere machen oder zum Beispiel mit einer kleinen Schermaschine. Das funktioniert auch ganz gut. Weil gerade hier im Zwischenzehenbereich entstehen häufig so Eisklumpen und das tut dann ganz weh beim Laufen. Wenn wir durch die Stadt gehen, ist es manchmal witzig, wenn kleine, aber auch große Hunde mit Mäntelchen kommen. Gerade heute bei diesen Temperaturen um die 0 Grad plus, ist es angedacht oder welche Hunderassen sollten diese Mäntel tragen? Also Hunde, die generell draußen leben oder viel überwiegend draußen sind, denen würde ich nie einen Mantel anziehen, weil die von der Fellqualität und vom Fettgehalt am Ende immer gut geschützt sind. Aber dadurch, dass viele doch in der Wohnung leben und ich sage mal so schon den Menschen dort sehr nahe sind und die Umgebungstemperaturen des Menschen mehr ausgesetzt sind, kann man dann, gerade wenn es nasskalt ist, oder sehr zugig ist, schon mal einen Mantel anziehen. Das kann schon ein Vorteil sein. Bei einem Kurzhaarigen ist es schon eher mal angebracht, den Mantel anzuziehen. Man merkt ja auch, wenn der Hund wirklich anfängt zu zittern, wenn man das Gefühl hat, er friert, dann würde ich einen kleinen Mantel anziehen. Genauso ist es bei den Kleinen zu überlegen, wenn man merkt, dass sie sehr empfindlich sind auf die Pfoten durch harte Kanten, durch Eis, durch Schnee oder durch Salz, dass man unter Umständen auch denen so eine kleine Boots anzieht. Die sind eigentlich, ich sag mal, werden ganz gut getragen. Generell sollte man eins machen, wenn der Hund sehr nass geworden ist, wenn man zurückkommt in die Wohnung, schön trocken frottieren und dann halt irgendwo in einem trockenen, warmen Raum halten. Ja. Man muss nur aufpassen, dass die Mäntel gut belüftet sind und vor allen Dingen auch, dass man sie nicht bei Temperaturen benutzt, wo es dann schon wieder warm ist, wo die dann drunter schwitzen und dann unter Umständen in Zug kommen. Da das Team vom Kleintierzentrum am Schmelzbach mit vielen Tierbesitzern und den tierischen Patienten eine enge Beziehung pflegt, war es ein Bedürfnis, in diesen besonderen Zeiten einmal Danke zu sagen. Ja, wir wollten uns ganz herzlich für das Verständnis von unseren Kunden bedanken, die wirklich alle super mitziehen und auch die meisten das Verständnis haben, dass man die Tiere halt nicht immer begleiten kann in den Behandlungsraum. Ne? Wir sind schon bemüht, dass man die Corona-Auflagen so gut es geht befolgt. Und da ist es eben notwendig, dass wir die Tiere teilweise, dass die Helferin, die das Tier an der Anmeldung abholt, dem Besitzer erstmal vom Besitzer entgegennimmt und dann man unter Umständen telefonisch mit dem Besitzer alles abstimmt. Beziehungsweise man den Besitzer nur in Ausnahmefällen mit in den Behandlungsraum reinnimmt, dass dann aber unbedingt der Abstand gewahrt bleiben muss. Ne? Und da bedanken wir uns nochmal ganz herzlich für das Verständnis von unseren Tierbesitzern. Und ganz herzlich, das liegt uns wirklich ganz sehr am Herzen, wollen wir uns bei unserem tollen Team bedanken, dass sie in der ganzen Zeit so toll mitziehen und es ist manchmal nicht ganz einfach,
das alles zu bewerkstelligen. Wir haben den ganzen Tag die Masken auf und es ist, ja, deswegen ist es uns ein Bedürfnis, uns mal ganz herzlich zu bedanken. Leute, ihr macht wirklich eine tolle Arbeit und ganz herzlichen Dank. Für uns war dieser Dreh am letzten Samstag eine willkommene Abwechslung. Ein Dank an dieser Stelle an Andreas Schöbel und sein Team und natürlich an Goldi Sonja, die geduldig alles über sich ergehen lassen hat.